Jo, sieh, was die Mauer lang gerissen hat, die Buben. Ja, ich bin wieder unterwegs. Wie ihr gesehen habt, ich bin da herunten, Donau nebenarm und so. Fast kein Wasser mehr da, Wahnsinn, alles austrocknet. Ja, und ich hab heute mein Singi 28 einmal mit dabei, mit 8 Kilo drin. Ich will mir auch was Gemütliches zum Essen machen, natürlich mit Bärlauch. Zeige ich euch dann später, was wir sie machen. Und jetzt gehe ich da mal Richtung in das mystische Wäldchen wieder mal hintere. Da ist, wir haben ein bisschen Wind, da hinten dürfte ein bisschen Windstuhl sein, also schauen wir mal hintere. Ja, es ist wieder soweit. Soweit das Auge reicht. Bärlauch. Bärlauchplantagen überall. Einfach nur super. Und vorhin, wie hoch der jetzt schon ist, ist ein Wahnsinn. Ich habe auf alle Fälle meine Taschel schon vierer gehängt. Gewaltig. Ja, ich will mir auf alle Fälle mit Bärlauch was verfeinern. Ja, ich möchte mir so eine Pasta machen. Ich habe mir daheim schon die ein paar Mal gemacht, aber ich mache mir es heute noch einmal heraus. Mit so einem Sugo dazu. Ich werde mir es ein bisschen verfeinern mit Speckwürfeln. Ja, ich bin nicht ganz abstinent. Oder vegan. Wie lang geschmacken haben sie schon dazu. Es ist gewaltig, echt gewaltig, wenn man da so schaut und man da alles sieht. Alles voller Bärlauch wieder. Ja, jetzt werden wir schon langsam da weitergehen und da fallen ein paar hundert Meter und dann ziehe ich schon mein mystisches Wäldchen. Ja, und egal wo man hinschaut, jetzt fängt schon überall an zum Sprießen. Das ist schon schön anzuschauen. Und auch wenn man da schaut, da ist alles grün begrast. Das ist immer wieder ein Phänomen da herin. Kann ich mir schöne aussuchen. Na, 5 nehmen wir mit, das sollte reichen. Auf alle Fälle. Ah, ganz schön alles. Kreuz und quer, was da liegt. Passt schon so. Schön. Wieder ein großes, schönes Bärlauchfeld. Ist mir da herin früher gar noch nicht so aufgefallen. Aber gibt es doch genug. Ja, alles habe ich natürlich da herin auch noch nicht erkundet. In meinem mystischen Wäldchen. Aber jetzt suche ich mir da einmal auf alle Fälle einen Platz, aber schön. Was ich jetzt noch sehe, dass da manche Bäume mit einem Punkt angezeichnet sind. Ob die auch gefällt werden, keine Ahnung. Ich glaube, zwischen die zwei werde ich mich einverleiben. Gerade zusammen haben wir dann. Und geht schon. Ja, in der Zwischenzeit haben wir es gemütlich gemacht, haben wir meine Tapa aufgespannt. Sonne jetzt ins Gesicht scheint. Und ich habe euch ja schon gesagt, es gibt heute Pasta. Dazu habe ich ein paar Nudeln mit, die werden wir jetzt da gleich im Wasser machen. Dann habe ich so ein fixfertiges Sugo dabei. Ein bisschen fleischig, pikant. Da brauche ich aber nur die Hälfte oder ein Viertel mehr brauche ich da nicht. Am Schluss branzelt man dann ein bisschen den Speck nach. Dann habe ich nur Käse im Ganzen habe ich nicht gehabt. Auch da so ein Scheiberl. Ich muss einmal schauen, ob ich die dann ein bisschen drüber reißen kann. Wenn nicht, auch wurscht.
dass das Ganze ein bisschen einen Gemüsegeschmackerl hat, habe ich da so ein Backeln dabei von diesen Fertigsuppen. Und am Schluss kommen natürlich noch ein paar Bärlauchblauen dazu. Habe ich auch in der Nähe, falls ich einen brauche. Ist halt so. So. Kommt dann ein bisschen Wasser dazu natürlich. Ja, Sonne sind dann Wolkerl. Ja. Perfekt. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir das zum Köcheln bringen. So, und heute habe ich nicht die Bialetti dabei, weil ich habe daheim noch diese Kaffeebrühe gefunden. Da habe ich noch 5 oder 6 Stückchen. Und naja, bevor wir es weg haben, werden wir es auch verwenden. Kaffee ist Kaffee, würde ich sagen. Und die machen wir sie dann heute nachher noch. Schön, wenn die Wolken vorbei sind, die Sonne frei steht. Wir haben 15 Grad, ist sehr angenehm. Wenn kein Wind geht, kann man kurzärmlich sitzen. Perfekt. Ja, das macht sich schon gut. So, das schaut ganz gut aus. Speckwürfel. Die lassen wir mal schön langsam da. So. So, in der Zwischenzeit ist der Bioethanol leer. Das geht sehr super aus, die sind fertig. Werden wir da ein bisschen angießen. Perfekt. Jawohl. So. Dann kommen wir gleich mit denen rein. Auf alle Fälle kommt noch von mir so eine Verfeinerung dazu. Die Carlos Sunday Edition. Und natürlich ein bisschen Bärlauch. Schneiden wir gleich so klein. Jetzt kommt ein bisschen Sugo dazu und das müssen wir dann einmal wärmen ein bisschen, weil sonst bleibt es kalt. Ja, das geht schon. So, da kommt jetzt noch mehr ein bisschen einer drüber. Das schaut herrlich aus, Freunde. Ja, so haben wir drüber gerissen, ein bisschen Käse. Ah, das gehört jetzt mir. Ja, Freunde. Es tut mir leid für alle, die natürlich keinen Bärlauch haben und sich das nicht verfeinern können. Aber das muss ich jetzt genießen. Mahlzeit. Eine Geschmacksexplosion. Ja, Freunde, ihr wisst ja, wie das ist. Vor allem die was selber filmen auch. Ich esse das jetzt in Ruhe, weil filmen und essen, da wird alles kalt. Ich melde mich später. Man glaubt es fast nicht, aber das Topferl habe ich leer gemacht. Aber wirklich vom Feinsten. Kein Schneeblau wischen. Das pikante Sugo, ganz schön scharf, aber gut. So.
So, lesen wir das. Oben öffnen, dann kommt das, das heiße Wasser rein, 95 Grad. Da ist ein Anzeichen, ob der jetzt, ob ich stark sein soll, ich müde oder ich werde mir den eher mild machen dann. Ja, so. Jetzt füllen wir mal bis da rein. Ja, das geht sich schon aus. Passt schon. So. So, naja, dann würde ich sagen, wir werden das einmal posten. Da auf dran. Aufpassen, so in die Hintertasse. Ja, jetzt ist auf alle Fälle ein bisschen heller. Ja, dann würde ich sagen, meine Krankensesseln. Der erste Gedanke geht wieder an euch, gesund werden und alle gesunden werden wir nicht krank. Prost! Ja, Freunde, da rollt es so in die Zehennägel auf. Ich brauche den Siester, das ist. Puh. Ja, der Wahnsinn. Ganz schön stark. Puh. Ja, stark, aber wenigstens ein bisschen süßer. Das, was ich mir heute, ich habe mir zwei so Stecken, die mir dumm gelegen sind, dass ich vorhin ein bisschen höher bin, dass ich da wenigstens einen Aufstieg habe, nicht immer oben anstrafe. Schön. Ja, dann ist das heute auch eine Premiere, der erste Ausflug mit dem Singi 28. Da geht schon einiges rein. Aber so viel wäre ich. Der ist auch gewesen für den Herbst, Winter. Wo man ein bisschen mehr mitnimmt, aber in Zukunft wäre ich wieder entweder nicht mit dem Singi 20. Das reicht mir für den Frühling und für den Sommer werde ich wieder mein Ex-Bett nehmen oder so ein kleines Holo und Jakob habe ich auch erst wieder gefunden. Erledigt das Ganze. Aber ja. Ah, erste Zitronenfalter. Ja, aber da kommen jetzt immer mehr Wolken. Sie haben auch gesagt, dass für Nachmittag komplett wolkig wird. Erst um 5 Uhr Nacht soll es wieder sonnig werden. Ja, da packe ich jetzt schon gemütlich wieder zusammen, aber eine schöne Zeit gehabt, habe lecker gegessen. Und im Endeffekt gehe ich schon gemütlich wieder heim. Ja, das dauert ja eh noch eine halbe Stunde, bis ich alles zusammenpackt habe und marschbereit bin. Also, gehen wir es an quasi. So. Und dann brauche ich da heute ja nichts. Das stellt sich ein paar Tage auf. Also den Sinn Abmarsch. Ja, die Jacken habe ich ausziehen lassen, weil beim Gehen wird es sowieso warm. Wir haben nach wie vor nur 16 Grad. Ah, da liegen auch Wildschweinkötteln. Sind aber schön hüter.
Ja, Bärlauch haben wir schon ein bisschen gepflückt. Habe ich mein Sammeltaschel hinterm Rucksack hängen, da habe ich jetzt gleich eingesammelt. Da lasse ich es gleich hängen. Natürlich habe ich den von weiter drin angeholt und nicht da heraus vom Weg. Ja, jetzt gehen wir schon langsam wieder retour. Ja, darum sage ich auch immer beim Sammeln einzelne Blauen reißen, nicht dass nur Schneeglickerl erwischt. Stecken noch Gnome mitten im Bärlauch. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich gleich da von euch, nehme den schönen ambiente Baumstamm. Davon wird uns nichts mehr über den Weg rennen und bauen. Kann ich also noch einspielen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen und fürs dabei sein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Madl und pfiat euch die Buben.